für viele Jahre, für 30, 40 Jahre haben die Quantenphysiker haben das eigentlich gar nicht glauben können. Der Einstein hat es nicht glauben können, dass solche Sachen überhaupt funktionieren, haben viele Experimente gemacht. Und vielleicht ungefähr so vor 20 Jahren haben sich die Leute dann haben sie es einfach glauben müssen, weil alle diese Experimente haben es immer wieder gezeigt, dass die Quantenphysik wirklich funktioniert und stimmt. Quantencomputer sind faszinierend. Sie nutzen die Gesetze der Physik auf kleinsten Skalen für eine neue Art des Rechnens. Diese verlangt neue Algorithmen, aber insbesondere auch revolutionäre neue Hardware. Die Begeisterung über diese fantastischen potenziellen Anwendungen darf uns nicht vergessen lassen, dass noch viele technologische, aber auch einige strukturelle Herausforderungen gibt. Seit etwa 4 Jahren ist die Idee eines programmierbaren Computers tatsächlich greifbar. Sie können das in der Cloud kostenlos sich daran versuchen. Und seit etwa 1 Jahr gibt es auch ökonomisches Interesse von Firmen, die wissen wollen, was kann diese neue Technologie für mich tun. Sie sehen uns auch in einem Stadium, das vielleicht der klassischen Computerei der 50er Jahre ähnelt. Damals liefen Computer in Großrechenzentren, sie waren empfindlich und die Anwendungen, die man kannte, Kryptologie und als Entwicklungswerkzeug, waren auch hauptsächlich Anwendungen, mit denen man im Alltag wenig zu tun hatte. Auf der Basis beurteilen wir das gerade vor allen Dingen als Technologie im Bereich des High-Performance-Computing. Durch die neuen Benutzer, auch Interessenten, auch aus der Industrie, die es gibt, kann sich das natürlich ändern. Und möglicherweise sieht meine Stellungnahme irgendwann so aus wie die Stellungnahme des früheren IBM-CEOs Thomas Watson, der angeblich gesagt hat, es gäbe einen Weltmarkt für 5 Computer. In Deutschland, in Europa ist in der Forschung eine sehr hohe Kompetenz vorhanden, aber die Technologieentwicklung ist, ich glaube, nicht zuletzt aufgrund von bislang fehlender oder erst vor kurzem lebensgerufener gezielter Förderprogramme hinter den Aktivitäten in den USA zurückgeblieben. Ich, das ist natürlich eine persönliche Meinung, ich würde einschätzen, dass China vielleicht im Weltraum vorne liegt und wir auf der Erde. Wir wissen, wenn es Quantencomputer irgendwann gibt, dann können die de facto alle kryptografischen Verfahren, also gerade die asymmetrischen Verfahren, die wir heute einsetzen, brechen. Also wenn es morgen Quantencomputer gibt, dann ist unsere gesamte Internetsicherheit, geht die baden. Mit den Möglichkeiten, die das Quantencomputing ab einem bestimmten Zeitraum dann bietet, gibt es zwar neue Möglichkeiten der Verschlüsselung, die dann vielleicht auch neue Chancen sind, aber auch das ist natürlich erst zu definieren und zu implementieren. Aber gleichzeitig rückwirkend ist die gesamte Kryptographie im Prinzip seit 1990 rückwirkend, seit es das gibt, hinfällig. Und dadurch die Daten, die wir heute speichern und von uns geben, in der Rückschau auch aufbrechbar und natürlich alle, die bis dahin da sind. Das ist natürlich ein gewaltiges Szenario, wenn man das durchdenkt. Keins, das mir gefällt. Ja, und wie gehen wir damit um? Ja.